Wie baue ich meinen Alpenflair Light Edelstahlgrill auf? Als erstes breite alle Teile aus. Starte dabei mit dem Rückenteil. Verbinde dieses mit den Haken an die beiden Seitenwände. Als nächstes verbinde die Seitenwände mit dem ersten Kohleeinsatz. Stecke danach den zweiten zwischen den zuvor platzierten Kohleeinsatz und der Rückwand. Zuletzt platziere den Grillrost in der gewünschten Höhe für dein perfektes Grillerlebnis. Tipp: Montiere den Grillrost erst, nachdem die Glut die gewünschte Temperatur erreicht hat.